Willkommen zurück zu Let's Play Dark Souls 2. Im letzten Part sind wir im Drachenhorst angekommen. Ich bin jetzt zwischendrin kurz nach meinem Schritt zurück aufgelevelt. Was ist denn da oben? Eine Aussichtsplattform. Schick. Oh, ein Seil. Ein Seilzug. Bevor ich den nehme, checke ich nochmal ab, was hier ist. Hier ist das andere Ende von dem Seilzug. Okay. Bleibt noch ein Weg abzuchecken und dann nehmen wir den Seilzug, würde ich sagen. Nämlich, was ist hier? Nicht. Ah ne, da geht's weiter. Hier ist eine Brücke. Das heißt, wir haben zwei Wege. Yay. Versteinert? Versteinert. Aber wir haben noch einen Duftzweig. Oder auch nicht. Gut, das schränkt die Wahl des Weges ein bisschen ein. Hatte ich noch einen Duftzweig? Anscheinend nicht. Duftzweige sind echt Mangelware. Mit Pharos Wahrzeugen wird mir ja zugeschissen. So, dann ab geht's. Da war Loot. Wie komme ich an den Loot? Da muss ich von der Brücke darüber. Oder? Muss ich ja während der Seilbahn runterspringen. So und so. Nichts, was aktuell zur Debatte steht. Die Drachen greifen einen hier nicht an, wie es aussieht. Hat dies Machtwürdin ja auch gesagt. Du greifst mich aber an. Das war ein Kamikaze-Dude. Dunkles Harz. Was ist denn da hinten? Da ist ein Drache. Bisschen weiter am Boden. Der aber gemütlich zu schlafen scheint. Nach einem Amulett. Nein, ihr explodiert mir nicht. Und du auch nicht. Ich hab den Drachen angehittet. GG. Aber wir haben ja noch einen Weg. Warte, das ist das Schloss. Das ist der richtige Weg. Dann will ich erstmal hier lang. Sollte ich schaffen, bevor der mich angreift. Ja, easy. Wo führst du mich denn hin? Da ist nichts. Da oben was? Blut wahrscheinlich oder sowas. Keine Ahnung. Was ist das? Das sieht aus wie ein riesiges Hornissennest. So sehen Drachennester aber nicht aus. Oh, da ist ein Titanitkäfer. Der verbuddelt ist, weil er mal wieder mit diesem Mörderschwert daneben gehauen hat. Da ist noch ein Drache. Einfach wegbleiben, dann wacht er auch nicht auf. Hoffe ich. Ich weiß nicht, was das gerade war. Ich will es auch nicht wissen, glaube ich. So, wenn du vorhast, lass es bitte mal liegen. Au. Das war... War das ein Wunder? Oder war das ein Zauber? Oder war es Blitz? Ach, egal. Fossiler Drachenknochen. Ich glaube, wir haben langsam genug, um den Bogen nochmal aufzuwerten. Jetzt sind wir hier oben. Und das bringt mir jetzt was? Da kam ich doch. Da ist ein Titanitkäfer, aber wenn ich den angreife, wacht der Drache auf. Ach nee, halt, von da hinten kamen wir, oder? Nicht von hier. Er schläft doch, ich bin beeindruckt. Wofür? Hab ich gesehen.
Was ist hier jetzt? Jetzt hier runter. Dann bin ich hier wieder. Hä? Und dann? Was bringt mir das? Ah. Was bringt mir das? Und weil der gerade nach da hinten guckt, kann ich hier mal looten. Ring des bösen Auges plus 1. Habe ich zwar schon, aber hey. Okay, haben wir den Drachenhort geplündert. Der hat mich gerade bemerkt. So, und jetzt ab zum Schloss des Drachenkönigs, wenn ich richtig verstanden habe. Wie rum er da reinpassen will. Alter, wenn die Brücke jetzt abschmiert. Dann bringe ich aber irgendjemanden um. Boah, Alter, sag mir, wir sind auf der anderen Seite ein Bonfire. Also über die Brücke zu latschen ist ja mega nervig. Drachenschrein. Oh, jetzt wurde ich ein Bonfire. Du schau wieder! Ja, hallo. Hallo, what a thought about this dreadfully twisted world. Aha. Halt. Wenn schon ich mit dir, wenn ich schon mit dir rede, dann gucke ich dich auch an. Ich glaube, dass das hier dein Gesicht ist. Aha. All men trust fully the illusion of life. But is this so wrong? A construction of a facade, and yet a world full of warmth and splendors. Yamalo, are you intent on shattering the oak, spoiling this wonderful fortune? Wo ist die Welt wunderbar? I am all you. I sought to shed the yoke of fate. The fame. Das sieht man. Now, I only await an answer. Seek the throne. Seek light, dark, and what lies beyond. Aha. Ich frage mich, ob wir irgendwann mal einen NPC treffen, der Tacheles redet, also nicht mehr nur so kryptisch. Gut, ich mag die Tutorin vorhin, die waren ein bisschen präziser. Der ist nicht alleine. Ich will mir nicht hier runter folgen. Im gleichen Anzug habe ich aber keinen Bock, gegen den zu kämpfen, während mich der Hugo da mit dem Bogen abböllert. Was denn? Au! Okay, dein Schwert macht ein bisschen Schaden, hab's kapiert. Kann man aber blocken. Und dann bist du tot. So, jetzt du. Hallo? Anvisieren? Nicht? Okay. Der kämpft nicht. Okay. Baros. Tür. Kiste. Okay, kein Mimik. Bei Metalldruhen kann man ja getrost draufhauen, die gehen ja nicht kaputt von einem Schlag. Maske des Urteils, Gewand des Urteils, Manschetten des Urteils, Hosen des Urteils. Das ist ein sauberer Zeug. Aha, aha, interessant. Ich bleib bei meinem Schmelzer-Dämon-Set. So, wo führst du mich hin? Zu noch einer Kiste.
Asketenleuchtfeuer. Das werde ich nicht einsetzen, das kannst du mir glauben. Du greifst mich auch nicht an, nehme ich an. Aber das ist interessante Waffe. Und eine coole Rüstung. Ach so, die salutieren, wenn der Typ da auf mich engaged. Dodge doch! Das liebe ich, wenn man zu schnell die Tasten drückt und der wieder nicht rafft. Okay, also die Typen kommen nicht, sondern nur die Torwächter. Und diese anderen da, die salutieren lediglich. Sprich, das ist irgend so was Zeremonielles, nenne ich es mal. Okay, aber merken, Waffe in einer Hand lassen. Alles andere geht schief. Macht aber ja nicht, hier war ja gleich ein Bonfire. Oh, da hat er geblockt. Nicht so weit hinten, ich will deinen Kollegen nicht treffen, sonst greift er mich am Ende doch noch an. So. Weg. Geht doch auch prima mit einer Hand. Wieso denn überhaupt riskieren, den irgendwie fancy killen zu wollen? Seelen bitte wieder. Auch wenn es nicht so viele waren. Och, da kann man blocken. Ja, easy. Alter! Ich sehe nichts, ich bin an der Wand. Au. Ja, ich mache mal kurz einen kleinen Rückzieher, ja? Oh, du bist ein bisschen aggressiver als dein Kollege. Aber hier sind doch nicht runter, ne? Na komm, komm, komm. Da war gerade ein kleiner Soundbug. Interessant, aber nicht wirklich schlimm. Ich weiß nicht, ob das Ganze im Sinne der Zeremonie ist, aber... Scheiß drauf! Stirb! Noch einen Fallenpanzer gehabt. Die Rüstung sieht auch geil aus von denen. Aber die von denen ist cooler. So, ich habe da eine Treppe und da geht's weiter. Das sieht nach dem optionalen Weg aus, also hoch da. Ich kann mich geirrt haben. Kiste. Wenig Metall, also vermutlich kein Mimik. Glitzerndes Titanit. Ja, das ist nett. Da oben sind widerwillig, aber so platziert, dass es mich hart wundern würde, wenn die mich nicht angreifen. Aber tun sie halt wirklich nicht. Sehr, sehr sozial. Überraschend sozial. Moment, wo bin ich jetzt gelandet? Bin ich jetzt wieder? Ach so, es war ein Rund. Okay, ja gut. Ist auch okay. Zusammenführende Wege schaffen weniger Verwirrung. Und das ist der nächste Zeremoniekampf. Nur ist dieses Mal ein Zweihänder. Den ich nicht wirklich blocken kann, wie es aussieht. Ja! Ich bin da mal kurz nochmal weg. Und währenddessen hart verwundert, dass ich nicht tot bin. Ich hasse Moves, die man nicht blocken kann. Ach komm schon! Aber der hält weniger aus als sein Kollege. Niemand hat gesagt, dass man bei der Zeremonie nicht cheaten dürfte. Oh, hi, du bist aggressiv. Weg.
Deren Schwerter sind auch cool. Wo führst du mich hin? Zu einer Kiste. Wenig Metall, also kein Mimic. Scheint zumindest so, als ob das das Pattern wäre. Hi! Hammertyp. Mit Schild. Das ihn nicht vor Blitzschaden schützt. Riesenwaffe auf engem Raum. Ist uncool. Sag ich, der passt da durch. Nee. Tut er nicht. Hab ich schon gesagt, dass ich Bogen mag. Au! Boah, Alter, steckert das lange! Leck mich am Arsch, kann sich ja 10 Jahre nicht mehr bewegen, wenn er dich einmal trifft. Einmal Deutschen habe ich gedrückt. So, weg mit dir. Da ist eine Türe, hier ist Loot. Skeptiker, kurz Dämmerungskraut. Findest du sowieso nicht das Zeug. Drachenamulett. Und dahinter haben wir noch eine Kiste. Was ist das für eine Einbuchtung? Wo? Da oben wahrscheinlich. Jetzt komm halt wenigstens, wenn du mich schon nerven musst. Hat keinen Bock. Dann nehmen wir kurz die Truhe da mit. Die kein Mimik ist. Dritter Drachenring. Warte, der war übelst OP, oder? Ja. Wahrer. Ich erinnere mich noch, dass ich einmal die Liste der Ringe, die es in Dark Souls 2 gibt, durchgelesen habe. Und bei dem dachte ich mir nur so, yo, den will ich. Da bist du, Wichser. Muss man anders machen. Hallo, mein Schild war oben. Verarsch mich nicht. Von wegen, der du auf den Schild gewechselt. Wechsel auf den scheiß Schild. Pff, du bist witzig. So, jetzt kriegst du mal ein bisschen Schaden. Noch mehr Schaden. Und hier ist noch einer für dich. Weg! Oh, was ist das hier? Ist ein Drachenei? Drachenschuppe. Liegt hier irgendwas? Ja, Menschenbild. Lass die Kiste. Die kein Mimik zu sein scheint. Versteinert es etwas. Ui, toll. Versteinertes Ei, Tatsache. Ja, steck dieses Riesending in deine Hosentasche. Du hast nicht mal eine Hosentasche. Wo hast du das gerade reingelegt? Ich will es nicht wissen. Klar könnte man jetzt sagen, ich schleppe eine ganze Waffenkammer mit mir rum, dann macht das... Ja gut, das war jetzt nicht der intelligenteste Move.
Gebe ich zu. Darf ich ja wieder hinlatschen? Och, nö. Und wieder alle auf dem Weg killen. Beziehungsweise. Ah, nee. Kein Risiko. Vor allem der hier ist sowieso easy. Das kann ich auf jeden Fall mitnehmen. Oh, komm. So, Nummer 1 ist weg. Machen wir lieber wieder die einfache Taktik. Denn sie ist zwar einfach, aber... Aber wenn man keine Ausdauer hat, kann man sich trotzdem wieder letzte Depp anstellen. So, jetzt aber weg mit dir. So, diesmal kennen wir den Weg da hinten. Das heißt, wir können diesmal einfach hier rumgehen. So, den Schwerttypen mache ich auf jeden Fall mit dem Bogen. Das kannst du vergessen, das mache ich nicht mit dem Schwert. Wobei, da sollte ich einfach hinten durchrennen können. Jo. Okay, aber auf dem engen Raum den Typen mit der Keule. Das muss auch nicht sein. Der kriegt mit und ohne Schild einfach genau gleich viel Schaden. Okay, vielleicht ein bisschen weniger. Hat's meinen Pyromantie gerade gecancelt? Okay, geht nicht durch die Wand durch, immer noch. Aber das hat ihm ganz gut Damage gedrückt. Nein, Kumpel. Na komm, fuck it. Selbstverständlich schlägst du mit deinem Mega-Hammer schneller zu als ich mit dem Schwert. Und die Seelen sind im Arsch. Sehr schön. Okay, dich kill ich, einfach weil es einfach ist. Okay, ja, den zu killen ist wirklich einfach. So, dich. Bait ich ein bisschen und renn dann... von weg, ich hab Buddy blockt, sehr gut. An dir vorbei, wollte ich sagen. Die blockt der Wichser mich einfach. Ach, Kampf skippen ist nicht. Da werden sie aggro, okay. Och komm, als ob das nicht getroffen hätte. Okay. Also ja, dieser Kampf ist was Zeremonielles und das mögen die nicht, wenn ich ihn skippe. Aber jeder ist nur für sich aggro, okay. Kann man also durchrennen. Und ich wäre auch gar nicht gestorben, hätte ihn dieser Schlag getroffen, der hätte treffen müssen. Hallo? Mach mal bitte diesen Move, der nicht trifft. Danke. Oh Gott, keine Ausdauer. Das war nicht ganz optimal. Bei dem Typen warten, bis er diesen Überkopfschlag macht. Ich glaube, ich nehme... Ach, nee, ist noch nicht. So, und jetzt könnt ihr mich alle mal kreuzweise.
Jetzt gehen wir komplett YOLO. Und wenn ihr sauer seid, juckt mich das nicht. Flammenschneise. Die an der Wand hängen bleibt. Selbstver... Och komm, als ob! Okay, der Typ ist Mörder. Mörder-Aggro. Stirb. Dodgen. Ja, genau. Okay, durchrennen klappt nur semi. Hi. Zurück zu dir. Wenigstens die zweite Büromann hier hat dich getroffen. Sollte also gleich gegessen sein. Genau, jetzt genauer gesagt. So sind wenigstens die nicht aggro. Ja, warte, mehr war ja doch gar nicht. Bleh. Er war bloß das Ei und das hab ich. Wo haben wir es? Gebostener. Augapfel. Da. Versteinertes Ei. Was auch immer wir damit sollen. Ich akzeptiere es einfach mal, wie es ist. Ja, wie geht's denn hier jetzt raus? Moment. Übersehe ich, hab ich irgendeine Durchgang übersehen? Gehen wir nochmal nach oben. Auch gleich sein müssten, genau. So, hier war das Ei und die und der Invade. Ah! Hier geht's runter. Oh, Kiste. Mimik? Nein. Duftzweig, ach was. Ach, hi, ihr seid noch sauer, ne? Wie groß die Chance, dass ich da durchrennen kann. Ach, einen vorher zu killen schadet sicherlich nicht. Wenn ich es denn schaffe. Der bewegt sich nämlich ziemlich nervig. Ach, komm! Kann man sich auch so deppert bewegen? Wir hätten euer Programm verkackt, ich hänge an der Wand fest. Ja, natürlich. Natürlich verrecke ich es, weil ich an der Ecke festhänge. Gehen wir hier im nächsten Part weiter. Bis dahin. Ciao.